Mahlzeit, ihr Schlawinerknochen, wieder hier. So, es geht weiter. Folgendermaßen. Nordbrasilien hat sich verabschiedet, mehr oder weniger. Es waren harte Kämpfe, gar nicht mehr zwingend wegen Nordbrasilien, aber Venezuela hat natürlich versucht zu helfen. Und Südmexiko ist auch noch tierisch immer eingestiegen. Jetzt hat sich das Blatt aber gewendet. Auch Nordmexiko, nicht Südmexiko, sorry. Südmexiko hat sich auch verabschiedet, da es von Nordmexiko angegriffen wurde. Und mehr oder weniger komplett oder fast komplett getilgt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Gebiete da noch irgendwo rumstehen. Gut möglich, dass hier noch irgendwo ein kleines Inselchen ist. Ich glaube, was war das? Caracas oder so? Ist noch am Start. Davon abgesehen, ist eigentlich, vielleicht hört ihr, dass meine Stimme noch ein bisschen belegt ist. Ich hatte tatsächlich eine Erkältung. Irgendjemand meinte zu mir, oh, du hast Corona. Nee, kein Corona. Alles negativ. Einfach eine Erkältung, weil ich einen Tag mehrfach mit dem Auto hin und her gefahren bin und das Fenster auf als Beifahrer und ich saß dann hinten, ne? Also hier Uber. Und da habe ich mir wohl ziemlich Zug geholt, auch als wir über die Schnellstraße gebrettert sind, anstatt dem Kollegen zu sagen, soll mal das Fenster hinten zumachen oder irgendwie mal die Fenster zumachen. Ja. Egal, andere Geschichte. Venezuela wehrt sich relativ massiv oder hat sich relativ massiv gewehrt, ist jetzt aber glaube ich am Ende seiner Kräfte. Und da sind zwar noch vereinzelt hier und da ein paar Einheiten, meistens sind das Marineeinheiten, aber davon abgesehen sind wir eigentlich komplett durch. Für mich war es auch ein bisschen schwierig, da ich will jetzt nicht übertreiben hier, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin jetzt der Einzige, der ständig immer vorprescht, weil ich mir immer denke, wir können ja nicht so lange warten. Sammeln ist ja schön und gut, aber der Gegner sammelt natürlich auch und der sammelt natürlich auch seine Truppen zusammen und kann aufwerten und so. Und wenn man ihm zu lange Zeit lässt, dann hat er einfach... Dann stehen wir auch nicht besser da, und nur weil wir uns Zeit lassen, dann ist das einfach nur in einer größeren Dimension. So dachte ich mir das. Also habe ich versucht natürlich schon Gebiete einzunehmen, ein bisschen was vorzuholen. Ich muss natürlich auch teilweise vor- und zurückfahren. Die sind nicht komplett blöd hier. Es ist nicht so, dass sie einfach nur ihre Truppen hin und her schicken. Nee, man beobachtet schon. Die fahren vor, sie fahren zurück. Die wollen ihre Truppen natürlich auch nicht verlieren. Das heißt, jemand, der dann aktiv da ist, der schickt die nicht einfach nur irgendwo rauf. Also wenn er ein bisschen taktisches Verständnis hat, schickt die nicht einfach nur irgendwo rauf und guckt dann... wie der Kampf so abläuft, nee, der versucht dann natürlich auch seine Truppen wieder zurückzuziehen, wenn er merkt, okay, ich bin woanders in einer besseren Position oder ich versuche die zu locken und versuche die natürlich in ein Gebiet zu bringen, wo ich mehr Truppen habe und schippe die dann schon mal rüber und so weiter und so fort. Bolivien hat schon ziemlich gut geholfen, unsere anderen Kollegen sind alle ein bisschen kleiner, aber wir sind immer noch zu fünft als Truppe unterwegs und... anfänglich die ganzen Koalitionen, viele sind schon zerbrochen, existieren gar nicht mehr, einfach weil sie überrannt wurden oder ich glaube, weil die Leute inaktiv wurden. Ich muss aber sagen, dass jetzt immer noch recht viel eigentlich aktiv sind. Nicht so wie bei anderen Spielen. Viele halten das nicht durch, ich sag mal, diese langsame Spielart durchzustehen. Viele halten es nicht durch, diese langsame Spielart durchzustehen. Also viele können nicht so lange bei diesen langsamen Runden am Start sein. Ja, die schmeißen dann nach einigen Tagen hin, manchmal nach einer Woche, manchmal vielleicht ein bisschen später, aber irgendwann schmeißen viele das Handtuch. So, und jetzt muss ich natürlich zusehen, die Truppen dann auch wieder aufzufrischen und ja, endlich mal weiter zu forschen, weil ich baue im Moment oder habe hier immer dasselbe gebaut. Und ja, wir sind halt weiter durch Venezuela und müssen halt bis an die Grenze und dann kommt natürlich als nächstes, wir müssen uns überlegen, ach, West-Amazonien kommt auch noch dran. Einfach, weil es ein graues Gebiet ist und das bringt ja nichts, wenn wir die jetzt hier, irgendwann würde die EE, früher oder später würde die KI irgendjemand von uns angreifen und da können wir es auch gleich wegmachen. Jetzt war es auch so, dass später war da ein Versorgungspaket und das wollte ich eigentlich haben und ich war gerade zufällig in der Nähe und bin dann halt rübergefahren, habe mir das geholt. War kein Versorgungspaket, sondern war hier Aufwertung für irgendeine Panzereinheit da. Jedenfalls, ja, müssen wir mal zugucken, dass wir dann halt weiterkommen und dann überlegen, was wir als nächstes machen. Erstmal natürlich den Typen entfernen hier und dann, ja, wird sehr interessant. Johnny, ich hänge ein bisschen hinterher gerade so, weil mir ist noch ein bisschen kränklich, aber trotzdem, spielen kann man ja ohne Probleme. Ich merke gerade, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich habe da was aufgezeichnet die letzten Tage hier. Ich muss das mal raushauen. Jemand meinte mal, warum ich nicht regelmäßiger Videos mache. Das liegt einfach daran, dass diese Runde zu lange dauert. Ich nehme ungefähr nur ein, zwei Sequenzen am Tag auf. Das sind meistens morgens oder abends. Und oder abends. Und mehr gibt es dann teilweise auch nicht zu sehen. Da passieren jetzt nicht so Sachen wie bei den Schnellrunden, dass dann... Und jedes Mal verändert sich irgendwas oder wird angegriffen oder hat irgendwas eingenommen oder so. Die Kämpfe dauern recht lange. Hier ist es ja so, dass jede Runde
Also ich sag mal, jeder Schuss dauert 30 Minuten, ne? Du machst einen Angriff, dann vergehen 30 Minuten, bis der nächste Angriff dann vonstatten geht. Und dadurch sieht das immer aus, als würden die ewig lange kämpfen. Das tun sie im Prinzip ja nicht. Sondern halt die nächste Angriffsphase, das dauert dann halt so lange. Das Erforschen ebenso, von daher passieren halt auch nicht ständig irgendwelche neuerlichen Dinge und so. Da muss ich nicht aufzeichnen, dass wir uns jetzt irgendwie einen Meter fortbewegt haben oder noch einen Meter oder noch einen Meter. Ja, alle paar Stunden. Und dadurch dauert es natürlich auch ein bisschen länger. Ich versuche so aufzunehmen, dass ich tatsächlich alle 5 Tage irgendwas zusammenkriege. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass dann ja, mal 2 Videos hintereinander kommen. Aber das ist dann tatsächlich so von vor, ich sag mal, Durchschnitt 5 bis 10 Tagen aufgenommen, ne? Und ist halt einfach auch schwierig. Ist aber auch besser für mich. Das war auch damals im Panzer Rush so. Wenn ich alles schon vorher rausknalle, kann natürlich auch der Gegner, und ich weiß, dass ja einige von euch mitgucken, ich hatte auch jemanden angeschrieben, also du bist doch nicht der, und oh, ich bin der von den Videos, ja. Und die gucken natürlich, und wenn ich alles schon, ist aber vorher rausknalle, so relativ zeitnah, dann wissen die natürlich, wo meine Truppen sind, wo wir gerade beschäftigt sind, und könnten natürlich dementsprechend Sachen planen. Ich meine, das ist nun mal das Spiel, ist halt, wenn man Informationen rausgibt, können natürlich die anderen auch nutzen, ne? Und das sind immer. Es ist, glaube ich, niemand, mit dem ich gerade zusammenspiele, von daher. Aber ja, trotzdem, gut Holz, viel Glück und viel Erfolg. Und mehr gibt es hier, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich mache dann auch hier erstmal Schluss und ja, mache dann das nächste Video fertig. Und würde ich sagen, dann sehen wir uns. Ja, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen so abgehackt oder ein bisschen rückständig klinge, mental. Ich bin noch ein bisschen. Also, die letzten Tage waren echt die Hölle, ne? Vor allem, wenn man bei über 30 Grad auch noch schwitzt und Fieber hat, ja, wie ein Geisteskranker. Das macht einen echt kaputt. Ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann, und viel Erfolg allen, die hier spielen, und ne, auf dass ihr gewinnen möget, es sei denn, ihr spielt gegen mich. Bis dann, ciao.